Nach Abfuhr von Bohlen, dicke Hüftgold macht DSDS-Sänger zum Ballermann-Stab. Schmitty Extreme bekam bei DSDS von Dieter Bohlen und allen anderen Jurymitgliedern eine Abfuhr, doch Fans feiern den Leonie-Song. Nun will Schlagerstar Icke Hüftgold einen Ballermann-Sänger aus ihm machen. Hamburg, ist Schmitty Extreme der neue Ballermann-Stern am Mallorca-Himmel? Haben wir bei DSDS bereits die neue Leyla gehört? Wenn es nach den Fanreaktionen geht, ist die Antwort auf beide dieser Fragen ein klares Ja. Das Medienecho war so groß, dass jetzt sogar Icke Hüftgold überlegt, den DSDS-Kandidaten unter seine Fittiche zu nehmen. Update vom 1. Februar. Nun ist es raus. Leyla, Hitmacher Icke Hüftgold, möchte DSDS-Kandidat Schmitty Extreme groß am Ballermann herausbringen. Gegenüber tz.de bestätigte der Schlagerstar, dass der Medienrummel um den Nachwuchspartysänger bereits zunehme. Auch an Pop-Titan und Jurychef Dieter Bohlen richtete er sich direkt: Wir hatten den Schmitty gerade eben im Studio, und von daher. Eine klare Ansage an Dieter Bohlen. Wir glauben da echt dran, weil das Feedback großartig ist. In den sozialen Netzwerken habe Schmitty Extreme bereits binnen kürzester Zeit Millionen an Klicks gesammelt. Nun steht bereits in wenigen Tagen die Single-Veröffentlichung an. Feuer frei am Freitag und dann schauen wir, was passiert. Die Wette oder die Challenge dahinter ist, wird dieser Song erfolgreicher als der Final-Song bzw. Gewinner-Song von Dieter Bohlen. Schon jetzt gibt sich der 46-Jährige siegessicher. Wir sagen, ja, wird erfolgreicher. Erstmeldung vom 31. Januar, ich bin der nächste große Ballermann-Star. Jury, macht euch bereit, so erfolgssicher war Schmitty Extreme noch vor seinem DSDS-Casting-Auftritt am vergangenen Samstag. Doch mit seinem selbstgeschriebenen Song, Leonie, einer Art, Leyla 2.0, konnte er die Jury nicht überzeugen und kassierte ein vierfaches Nein. Kleiner Trostpreis: Pietro Lombardi kann sich schon vorstellen, dass er auf dem Ballermann funktionieren könnte. Dieser Meinung ist wohl auch Icke Hüftgold. Der Leyla Produzent ist nun auch auf den Nachwuchs-Ballermann-Sänger aufmerksam geworden. Auf seinem Instagram-Account hat er gerade eine Abstimmung laufen und fragt seine Fans, sollen Icke Summerfield Records Schmitty von DSDS produzieren? Stimmt jetzt ab, Dieter wollte den geilen Scheiß ja nicht. Im Sommer wird dann wohl ganz Mallorca zu Leonie grölen, denn die Fanreaktionen sind eindeutig. Die überwiegende Mehrheit ist dafür, dass Icke Hüftgold Schmitty Extreme produziert. Hau es raus, Icke, absoluter Banger, so ein begeisterter Fan unter dem Video des Schlagersängers. Ja Mann, das Lied hat übelst geballert, kommentiert ein anderer Nutzer. Die Insel braucht den Song, ist sich ein dritter Fan sicher. Neuer Sommerhit 2023, prophezeit dieser Fan. Die Fanabstimmung ist also eindeutig, der Ballermann will Leonie. Wir haben bei Icke Hüftgold nachgefragt. Wir hatten den Schmitty gerade im Studio. Wir glauben da echt dran, weil das Feedback echt großartig ist, verrät er im Interview mit Ippen Digital. Dabei will der Ballermann-Star scheinbar keine Zeit verlieren, bereits am 3. Februar wird Leonie offiziell veröffentlicht. Feuer frei am Freitag.